Guck mich nicht so blöd an. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Graumähnen oder Kampfgeborene. Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Okay. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Dann Kampfgeborene. Dann freut es mich, euch zu treffen. Ich habe euren Scharfsinn Weil ich bin auch kaiserlicher. Blick erkannt. Lang lebe das Kaiserreich. Danke. Vorsichtig. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Danke. Ja, warum nicht? Was hast du zu verkaufen? Waffen und Rüstungen. Ah ja, besten. Ich würde ja mich zu schnell angeben, ne? Eisenpfeile. Meine. Oh toll, ich habe nicht genug Gold. Ja, dann verkaufen wir noch mal einiges, ne? Zum Beispiel diese für 700. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Schmiede, Schleifstein, Gerbding. Alles beim Alten geblieben. Was haben wir hier? The Drunken Huntsman. Okay. Karte J. Das Provent ist erwähnt. Aha. Ich muss sowieso zu dem hin. Also, sehr schön. Sehr schön, dass wir hier sind. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Quatsch. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Das ist sehr schön für euch, dass ihr dann bereit seid. Ah, was bist du? Ja, ein Kampfgeborener. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Schrecklicher und mächtiger Talos. Wir, eure unwürdigen Diener, lobpreisen euch. Huch. Denn nur durch eure Gunst und Güte können wir zu wahrer Erleuchtung kommen. Gehen wir nochmal hier hoch. Ich glaube, Schluss haben wir mal hinter uns gelassen. Hoffe ich zumindest mal. Hallo Drachenfeste. Hier wurde ein Drache festgehalten, so war das. Aha. Wir sind schon Level 5. Wir sind schon Level 5. Wer bist du? Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine... Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Nee, doch störst du nicht. Gar nichts. Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Was soll diese Unterbrechung?
Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ja, sehr gerne. Was ihr dem Jarl sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ich denke gerade nach. Ich will mir anhören, was sie zu sagen hat. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Ihr könnt euch Flusswald soll auch in Gefahr sein? Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Alvor? Der Schmied, nicht? Ein verlässlicher Bursche. Der neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Bei Ismir, Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr. Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Dankeschön. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Gerade nicht, Junge. Ich muss erst noch mit Proventus sprechen. Die Stehrei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmwindeln tragen. Verdammte Scheiße. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher... Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgrove die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Danke. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für... Wie viel kriege ich? 20, wow. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Danke. Schön. Nein. Ich wissen, wenn ich euch sonst noch irre. Nein, kannst du nicht. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Wow. Die Tür war eben noch zu, oder? Ah, da ist der König in der Hochtabere. Faringar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Oh, der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Was? Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was.
Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Toll. Hm. Gut, dass ich ihn habe. Der Drachenstein vom Ölsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes.